So, jetzt haben wir 3 Tage in Coroico ausgeruht. Jetzt geht's weiter. Richtung Cochabamba. Schätze mal, dass ich 8 Tage brauche. Weil das ist nur Sandstraße. So, jetzt muss ich erstmal die Buckel hier wieder runterschieben. Schon sehr lustig. So, dann geht's los. So, auf dem Weg. Die Piste ist gar nicht mal so schlecht. Das kann man fahren. Zum Beispiel oben auf über 2000. Jetzt geht es erstmal wieder runter. Nur wieder hoch, nur wieder runter. Das wird jetzt so 7-8 Tage geben, glaube ich. Aber lässt sich einigermaßen fahren. Ein bisschen staubig ist es. Das ist vielleicht eine geile Piste. Da geht es runter. Da muss ich nachher lang auf der anderen Seite. Es ist aber schon 16 Uhr. Wir müssen ein paar Kilometer hier runter hoppeln. Mal gucken, dass ich in ein Dorf komme. Hier gibt es sonst keine Stellen zum Zelten. Es geht entweder, es geht nochmal rechts hoch, links runter. Aber kein gerader Platz, wo man sein Zelt hinstellen kann. Naja. Jetzt einmal runterhoppeln. Zwischendurch war die Straße mal ein bisschen schlecht, jetzt geht es wieder einigermaßen. Naja, da gehe ich mal weiter. Bier habe ich auch noch nicht, das muss ich auch noch besorgen. So, Zelt steht. Das war die einzige Stelle, die zu finden war. Da vorne gibt es Bier. Das habe ich schon eingedeckt. Ganz idyllisch am Fluss. So, ja. Jetzt erstmal Bierchen trinken, ganz elegant, und dann was zu essen machen und am Fluss waschen. Ich bin völlig eingestaubt. So, das waren heute über 50 Kilometer. Morgen, wenn ich morgen dasselbe schaffe, da ist sogar dann eine Pension, eine preiswerte. Aber mal schauen, das sind ein Haufen Höhenmeter. Erstmal gucken und morgen frühzeitig starten. Hier ist es schön warm, bin hier glaube ich auf, weiß nicht, 1300 Meter, nicht gerade sehr hoch, angenehm warm. So lässt sich das Leben. So, ist auch genug für heute. Es ist mittlerweile 17 Uhr, Feierabend. Morgen geht's weiter. So, Tag 2 von Coroico nach Cochabamba. Es staubt schon wieder. Und unten ist mein Zeltplatz. Und jetzt geht's weiter. Ich hoffe, dass ich die 50 Kilometer schaffe. Das ist ein Haufen Höhenmeter. Wenn die Piste einigermaßen hält, sollte es gehen. Aber die Sonne kommt schon wieder. Es wird warm. Ich fange jetzt mal an zu klettern. Das ist eine Piste. Echt vom Feinsten. Ich kann fast nicht fahren, weil es so steil ist. So, vom Untergrund geht es einigermaßen. Ich muss noch ein bisschen schieben, dann bin ich auf dem nächsten Buckel. Da drüben war ich Mittagessen. Es gab mal wieder Hühnchen mit Reis und eine Suppe. Ja, und jetzt muss ich dann weiter da hoch, aber nicht mehr weit. Dann geht es erstmal wieder abwärts und danach kommt ein richtiger Anstieg. Weiß nicht, ob ich das heute bis Irupana schaffe. Das ist hier, du kannst mal ein Stück fahren, dann wird es wieder so steil und hoppelig, dass es echt nicht geht. Aber naja, scheiß drauf. Das Schlimmste ist eigentlich, dass hier relativ viel Verkehr ist. Hier kommt alle 5 Minuten ein Auto. Und man steht in der Staubwolke. Das ist nicht gerade angenehm. Naja, müssen wir durch. Mal schauen, wie viel ich heute noch schaffe. So, Irupana am Morgen. Es regnet, ich muss die Sache mal abkürzen. Ich fahre jetzt mit dem Bus nach La Paz. Und von da mit dem Bus nach Cochabamba. Jetzt muss ich mir erst noch schnell was zu futtern besorgen.
Schulomani, es regnet. Das wäre eine richtige Schlammschlacht geworden. Fahr lieber nach La Paz. Von da weiter. Das war ein Ritt. Einmal mussten wir alle aussteigen, damit der Berg hochkommt. Das war unglaublich. Dann gab es eine Umleitung von der Route 25. Da musste er in den Kehren zurücksetzen. War der Hammer. Naja, so, Fahrrad satteln und ab zum Busbahnhof. So, da ist dann auch der Busbahnhof. Ein Stück gefahren, ein Stück gelaufen, zweimal essen gewesen. Ich glaube zweimal Brathähnchen, einmal mit Kartoffeln, einmal mit Nudeln. So, jetzt gehe ich mal da runter. Ich habe schon mal im Internet abgecheckt, wer da fährt. Ich muss dann aber noch warten, weil ich will einen Nachtbus haben. Sonst lande ich mitten in der Nacht in Cochabamba und das ist ja auch nicht so der Burner. Muss nicht sein. Da warte ich lieber hier noch, trinke ein paar Bier und fahre dann um 22 Uhr. So, dann mal schauen, was sie anbieten. Hier ist vielleicht ein Bowling. So, mein Ticket habe ich. Transcopacabana, die hatte ich gesucht. Aber erstmal eine komplette Runde gedreht. So. Liegebus, drei Sitze in einer Reihe. Ich habe einen Einzelsitz auf einer Seite. Und 22 Uhr fährt er ab. Er sagt, Fahrrad ist kein Problem. So, jetzt muss ich gucken, wo es Bier gibt. So, da steht die Schüssel. Transcopacabana. Gleich nochmal 40 Bolivianos bezahlt. Fürs Gepäck. Das hat er mir vorher nicht gesagt, aber ist trotzdem noch insgesamt ein guter Preis. 15 Euro für 8 Stunden Busfahrt über Nacht, Liegesitz, kann man nicht meckern. Bier habe ich auch noch, alles in Ordnung. Das Bier, 4 große Bier, habe ich im Laden 52 Bolivianos bezahlt. Für die Busfahrt jetzt insgesamt 120. Naja. Schnell noch eine rauchen und dann geht die Reise los. So, jetzt bin ich in Cochabamba. Heute Morgen hier gelandet, war eine gute Busfahrt über Nacht. Da habe ich schon in einem Hostel eingemietet. Schönes Zimmer, ruhig. Ich will jetzt mal ein paar Tage bleiben. Klamotten habe ich schon weggebracht zum Waschen. Und jetzt suche ich erstmal einen Supermarkt. Der heißt Hass. Ich kriege den Hass, wenn ich kein vernünftiges Brot kriege. Ich hoffe mal, dass die was haben. Die sollen nämlich deutsche Produkte haben. Da werde ich jetzt mal hinlaufen. Ansonsten werde ich die nächsten Tage nicht viel machen. Und mal einmal mit der Seilbahn fahren. Und ansonsten rumgammeln. Der Schienenbus nach Akil fährt leider nicht und nicht mehr. Auf der Bahnseite ist er zwar noch drauf, aber die ist auch schon ein bisschen älter. Naja, also mache ich mal zum Supermarkt. Und Bier muss ich auch noch besorgen. So, moin. Gestern war ich mal faul, ich habe den ganzen Tag nichts gemacht, außer Computerspielen. Das ist die Penne, wo ich hause, da muss man durchlaufen, ist ganz gut. Und hier sind die ganzen Läden, wo man sich für einen Guerillakrieg ausrüsten kann. Um die Ecke geht das noch weiter, heute ist die Hälfte zu hier. Sonntag. Aber Waffen gibt's nicht, abgesehen von Gummiknüppeln. Und Sprengstoff muss man sich in Potosi holen. So, und ich möchte heute mal eigentlich Seilbahn fahren. Ich gehe mal gucken, ob das funktioniert. Auf den Buckel hier. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen Seilbahn fahren. Da hoch. Und dann gucke ich mal, was da oben los ist. Da soll einer rumstehen, ganz in weiß.
So, jetzt bin ich oben. Da steht so ein Typ und wartet die ganze Zeit, jahrelang, und guckt immer runter auf die Stadt. Ich trampel jetzt auch noch mal da hoch und dann